Ich bin Bio-Blumenbäuerin. Ich habe immer schon diesen Drang verspürt, jede Blume, jede Pflanze zu kennen, zu benennen und zu wissen, wo welche Pflanze wächst. Wirklich rund ums Jahr finde ich was am Feld, im Wald, an Naturmaterialien. Und ich bin in diesem Konzept vielleicht wirklich reingeboren worden. Weil ich das eben in der Landwirtschaft am elterlichen Betrieb so mitgekriegt habe, schau auf das, was bei uns auf unserem Grund und Boden, der seit Generationen erhalten wird und aufgebaut wird, was man da für Schätze findet und was man da weitergeben kann. Meine Blumen, die haben Wind, Wetter, die haben alles mitgemacht, sage ich jetzt mal, die sind nicht behütet aufgewachsen. Was man vielleicht braucht, um diese Energie aufzufangen, und die geben sie, glaube ich, weiter. Und glauben wir von der Slow Flower Bewegung, dass man das einfach spürt und merkt.